Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute ist Samstag, das heißt heute ist Hörspielzeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesamten Telefonate aus der vergangenen Woche, zusammengefasst als Hörspiel ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Rudi, Herr Lorio. Ich stelle eine internationale Investmentgesellschaft Definitare vor. Sie haben sich kürzlich in dem Handel mit dem Software-System angemeldet, richtig? Was ist nicht? Mit dem Software-System angemeldet, richtig? Weiß ich nicht. Wie geht's? Herr Ganz gut. Oh, sehr gut. Von uns? Was sagen Sie? Und haben Sie bereits Erfahrung im Handeln? Ja, natürlich. Klar, Gut. Gute Erfahrung oder schlechte? Nö, bis jetzt ist das Geld von eBay immer gekommen. Das ist Knusprig. Das ist Ihre richtige Vorname? Oder nein? Mein Vorname ist mein Nachname. Ah, ja. Entschuldigung. Seine Nachname. Richtige? Ja? Knusprig, sagen Sie. Interessant. Ja. Ja. Gut. Auf Wiedersehen. Was? Hat Sie nicht verstanden? Warum? Ich dachte, Sie wollen mir was erzählen. Sie möchten mit mir sprechen, ja? Na, Sie haben doch gesagt, Sie wollen irgendwas erzählen. Gut. Haben Sie Kinder? Nee. Sie lieben Katzen? Nee. Nee? Nee. Und warum? Was lieben Sie? Was? Was lieben Sie? Mit Geld. Geld lieben? Mit unserem Unternehmen, Sie Geld, viel Geld verdienen. Ja? Wie viel denn? Ja. Andere. Was andere? Viele. Sehr viele Geld. Sehr ja? viele Geld. Ja. Und wie viel? 5000 Millionen Euro. Zu wenig. Das ist mir zu wenig. Natürlich. Das ist mir zu wenig. Sie haben viele Geld? Aber das ist doch nicht viel. Das ist doch nur ganz wenig, was Sie gesagt haben. Ja. Ich verstehe. Ja. Also ist Ihr Angebot gar nicht so gut. Und warum? Ja, weil sind ja bloß ein paar Pimperlinge da, was Sie da anbieten. Das ist doch viel zu wenig. Was soll man denn mit so wenig Geld? Nein. Was nein? Was nein? Magst du Bockwürstchen? Sie lieben Bananen? Magst du Bockwürstchen? Ah, ja. Ja, Bockwürstchen sind lustig. Ja. Mhm. Und Sie lieben Katzen oder nein? Nee, Bockwürstchen. Bockwürstchen sind toll. Aha. Ja. Okay. Mit welchen Sprachen sprechen Sie? Sprechen Sie Englisch? Nee. Nur Deutsch. Na und Kakerlakisch kann ich auch. Kakerlakisch? Ja, aber verstehe ich nur. Also kann ich nicht sprechen, aber kann ich verstehen. Sprechen Sie Arabisch? Nee, Kakerlakisch. Also nicht sprechen, aber verstehen. Ich spreche Kakerlakisch. Ich weiß nicht. Nee, Sie sprechen Kakerlakisch und ich kann das schon mittlerweile verstehen. Da gewöhnt man sich ja dran. Vielleicht sprechen Sie Ulalakisch? Nee, was ist nur denn das? Nur Kakerlakisch. Wo kommt denn das her? Was gibt's so Neues auf dem Betrügermarkt? Nichts Neues. Aber ist es da nicht langweilig, den ganzen Tag am Telefon zu sitzen? Nein. Warum nicht? Ist doch voll laut da. Und warum ja? Und warum ja? Also mich würde das nerven. Ja. Okay, gut. Was machen wir jetzt noch? Herr Lorio,
Was denn? News, nichts mehr zu hören. News aus. Jetzt höre ich wieder was. Ich rufe sie am Morgen, gut? Ja. Gut. Und tschüss. Tschüss. Ja. Schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Kakao. Kakao. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Herr Lorius. Ja? Knusprich, knusprich. Ja. Ich heiße Rudi Lang. Wir haben gestern mit Ihnen gesprochen. So? Was machen Sie jetzt? Wäsche zusammenlegen. Können Sie wiederholen? Wäsche zusammenlegen. Ja. Mhm. Wie geht es Ihnen? Herr Lorius, wie geht es Ihnen? Nee, nicht Herr Lorius. Knusprig, knusprig, ja? Ja. Ja, und wie geht es Ihnen? Ganz schlecht. Ganz schlecht, ja, das ist sehr gut. Und was wollen Sie jetzt heute machen? Nichts. Nichts? Was können Sie mir erzählen? Na, ich leg doch gerade Wäsche zusammen, ich bin doch schon beschäftigt. Nicht beschäftigen Sie? Nee. Ja, sehr gut. Oh. Was ist denn die Quadratwurzel aus Salami? Salami? Quadratwurzel. Quadratwurzel? Ja, ich mag Salami, ja. Was haben Sie heute gegessen am Morgen? Eine Banane. Wiederholen? Eine Banane. Banane? Mögen Sie Banane, ja? Ja, ich mag eine Banane. Und wie viel Banane essen Sie pro Tag? Na, eine reicht doch. 31? Nee, eine. Eine, nur eine? Ja, reicht doch. Mehr Vitamine kann der Körper eh nicht aus der Banane aufnehmen. Ich mag Bananen auch. Ja, toll. Was mögen Sie noch? Mögen Sie Äpfel? Naja, also eher Apfelmus. Und Apelsinen? Orangen? Nee, die nicht. Nein? Nee. Ja. Da muss man so viel rumpulen, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Jo. Und was können Sie noch erzählen? Weiß ich nicht, was wollen wir denn noch erzählen? Möchten Sie handeln? Nee. Und warum? Na, weil ihr Betrüger seid. Sie können dann viele Bananen kaufen? Nee. Von eurem Geld kann man keine Bananen kaufen, weil ihr überweist ja nichts mehr zurück, das ist ja das Konto leer danach. Ja. Und was möchten Sie kaufen? Ja, nix. Nichts? Richtig. Möchten Sie Auto kaufen oder nein? Hab ich. Sie haben? Und ja. Welche Mark? Neuen Skoda, den E5. Welche? Den E5. Und möchten Sie ein neues Haus kaufen oder nein? Nö, ich habe eine 100 Quadratmeter Wohnung, reicht. Oder sogar 110. Haben Sie Frau? Nö. Nein? Mm-mm. Ja, schlecht. Warum? Ich weiß nicht. Ich denke, dass Frau haben, das ist sehr gut. Nö, warum? Weil ich denke, dass da. Sie denken, dass das ist schlecht oder was? Nö, das auch nicht, aber brauche ich nicht. Brauche nicht? Ja. Gut. Was möchten Sie? Möchten Sie Yacht kaufen? Nö. Nein. Und ans Meer fahren? Nö, warum? Ich weiß nicht. Sie können handeln und dann irgendwas kaufen. Möchten Sie das nicht? Na, bei euch kriegt man ja kein Geld raus, wenn man bei euch handelt. Da kriegt man ja gar nichts. Ihr haut ja mit dem Geld ab. Sie möchten kein Geld haben, ja?
Nur bei euch kommt ja nichts raus. Ihr seid ja nur Betrug. Und was besteht dieses Wort? Ja. Dann ist schon ein Tag. Ja, den wünsche ich mir auch. Ja. Tschüss. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Ja, mit wem spreche ich da bitte? Ich melde mich von der Handelsplattform Proloxy. Ich bin Matthias Hoffmann, wo Sie gerade jetzt angemeldet sind. Wo Sie gerade online sind. Ich würde jetzt Ihnen dabei helfen, okay? Wobei denn? Sie sind ja bei unserer Handelsplattform angemeldet, damit Sie alles richtig verstehen und auf jeden Fall, damit Sie alles vollständig aktivieren. Kann ich Ihnen helfen? Wobei denn? Habe ich doch gesagt, oder? Habe ich nicht verstanden. Haben Sie nicht verstanden? Okay. Sind Sie gerade bei unserer Handelsplattform, bei Proloxy? Aufgemacht. Haben Sie schon mal gehandelt? Nee. Nee, genau deswegen, damit Sie alles richtig verstehen, bin ich dafür zuständig. Achso. Dass ich hier rede. Okay. So, was sehen Sie genau in Ihrem Bildschirm? In meinem Bildschirm? Also bis auf Ihre Webseite nichts. Was soll ich da sehen? Okay. Okay, dann schauen Sie. Auf jeden Fall am Finanzmarkthandel zu anfangen, brauchen Sie Startkapital. Bei uns Startkapital fängt von 250 Euro an. Das ist das Minimale, was Sie am Anfang brauchen. Und auch einmalige Einzahlung. In Zukunft dann, das geht nach Ihrer Wünsche. Das heißt, Sie entscheiden, mit welcher Summe wollen Sie weitermachen, wie viel wollen Sie auszahlen, einzahlen oder reinvestieren. So, bei uns, Sie handeln mit automatisierter Software, das heißt, Sie handeln mit einem Programm. Ja. Das Programm ist verfügbar für drei verschiedene Geräte. Sie können es entweder im Handy, Computer oder im Tablet installieren. Alles sobald gleichzeitig? Das Programm ja, also geht gleichzeitig auch im Handy und im Computer. Auf jeden Fall. Sobald Sie Programm richtig einstellen, dann Programm läuft automatisch. Dafür aber brauchen Sie kurze Hilfe von unserer Fachexpert. Natürlich, diese Person meldet dann bei Ihnen und zeigt Ihnen ganz genau, wie sollen Sie das installieren. Ja. Na gut. So, die Ein- und Auszahlungen geht sofort mit Kreditkarte, mit Visa, Master, American Express. Geht das auch mit PayPal, mit Online-Überweisung? Was wissen Sie nicht? Na, Sie haben ja gefragt. Weiß ich nicht. Ich habe gar nicht gefragt. Doch, Sie haben gefragt, geht das mit? Das ist dann eine Frage, wenn man das so formuliert. Alles klar, das geht mit PayPal, mit also Kreditkarte, mit Master, Visa, American Express und das geht auch mit Online-Banking. Also wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Wollen Sie investieren? Natürlich. Na gut, dann welche Zahlungsmethode besitzen Sie? Ich habe eine Kreditkarte. Na gut, dann drücken Sie bitte Einzahlen. Und dann? Dann drücken Sie Sambit oder Senden, Absenden. Das steht da nicht. Haben Sie jetzt ein Bildschirm bekommen, wo Sie Ihre Kreditkartendaten ausfüllen sollen? Nee. Nee, okay. Sogar was haben Sie bekommen? Wie meinen Sie das? Bekommen habe ich nichts. Haben Sie gedrückt, die Einzahlen? Ja. Okay. Dann sehen Sie irgendwo Sambit oder Absenden. Solche Möglichkeit haben Sie? Ja. Dann drücken Sie drauf, bitte. Ja. Okay, was sehen Sie jetzt in Ihrem Bildschirm? Eine weiße Seite. Da steht... Sonst nichts? Nee, da steht Error 503. Server Timeout. Na gut, dann mach mal so. Ich sende Ihnen dann einen Link. Was für ein Ding? Eine optionale Zahlungslink, wo Sie die einmalige Zahlung tätigen können. Und so ist es bei Ihnen auf der Webseite kaputt? Nein, ist es nicht kaputt. Ich weiß es nicht, warum so bei Ihnen zeigt. Dann aktualisieren Sie bitte nochmal die Seite und versuchen Sie noch einmal. Ja. Betrügen Sie eigentlich so am Tag viele Menschen? Was meinen Sie? Nur wie viele Leute bescheißen Sie denn so?
Ich bescheiße niemand. Nee, gar nicht. Aber machen Sie doch gerade. Na gut, dann warum melden Sie sich bei uns, wenn Sie so denken, dass Sie so viele Kinder haben? Na, damit ich haben. Eure Zeit ein kleines bisschen verplempern kann. Und in der Zeit, wo jemand mit mir spricht, kann einer weniger beschissen werden. Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Monika ist mein Name. Firma Geberich GmbH. Was für eine GmbH? Firma Geberich. Geberich GmbH. Was ist das? Sie haben auf unserer Webseite das Bestellformular für Erythronatoproduktion. Naturprodukte. Ja. Hier steht Info, dass Sie haben schon mal das Produkt bei uns bestellt, und zwar, es war am 29.06. Und Sie haben das Produkt nicht erhalten. Ist das richtig? Ja, da hat mir das keiner zugeschickt. Da ist nichts gekommen. Ist nicht angekommen, ja? Ja. Das ist ein bisschen seltsam. Ja. Vielleicht haben wir also Ihre Adresse falsch aufgeschrieben. Einen Moment, bitte schauen wir jetzt nochmal nach. Ja. Also das ist Berlin auf jeden Fall, 12055. Mhm. Das ist Braunschweiger Straße, Hausnummer 77. Ist das richtig? Ja, genau. Das ist das, ja. Damals hatten Sie für 2 Personen bestellt. Ja, das war mit Nö, dieser die wollte ich alleine essen. Erst alleine, ja. Nur für sich selber, ja? Also ja. 7 Packungen für 190 Euro, ja? Möchten Sie gerne haben? Ja. Ja, gerne. Dann also, wie gesagt, Versand- und Nachnahmegebühren bezahlen wir, das macht unsere Firma. Mhm. Auf andere, also Bestellung steht Eduardo, also der Name Eduardo, und hier in diese Bestellung steht Felix. Ist das richtig? Welche von die zwei Namen ist der richtige? Mit den anderen, den kenne ich nicht. Dann war das ein Nachbar. Okay, so, ja, dann, ja, jetzt möchten, sagen Sie bitte auch, welchen Namen soll ich das Produkt schicken? Können Sie bitte der volle Name sagen? Felix Blitzekacke. Mhm. Okay. Ja. So, okay, dann also, und die Adresse ist auch richtig, ja? Ja, aber ich habe da schon mal bestellt und dann ist da nichts gekommen. Genau. Mhm. Okay, dann also, das Paket kommt in nächste Woche. Ja. Am Montag oder am Dienstag. Und ja. Sonst einen Moment bitte. Sagen Sie bitte, möchten Sie nach der Lieferung bezahlen oder per Vorkasse? Na, per Nachname wollte ich das machen. Mhm. Einen Moment bitte. Schau mal nach, ob ich das machen kann, weil normalerweise, wir machen das jetzt nur per Vorkasse. Einen Moment bitte. Seit wann denn das? Einen Moment bitte. So, ja. Sagen Sie bitte, ist der Nachname wirklich Ihr richtiger Nachname? Ja. Wieso? Ihr richtiger Nachname, nicht Ihr richtiger Nachname? Weil in erster Bestellung stand also Eduardo Pusselmuka, ja? Und, das bin ja nicht ich. Sagen Sie bitte, können Sie per Vorkasse bezahlen? Nee, ich bezahle nur bar. Ich habe kein Konto. Mhm. Aber das Paket kommt nicht an, wenn der Name nicht richtig ist. Das ist aber das der Problem. Name ist doch richtig. Mhm. Okay. Wollen Sie ja, mir dann, das jetzt nicht mehr zuschicken? Na, ich bin nicht sicher, ein bisschen unsicher, weil also in vorige Bestellung der Name war auch ein bisschen. Na, aber das andere bin ja nicht ich. Vielleicht ist das ein Nachbar. Aber ich bin eher Stimme. Also ich glaube, das war Sie doch. Doch ja? Sie, also. Mhm. Warum denken Sie sowas von mir? Weil, also, ja, ich habe mit Ihnen gesprochen und ich habe Ihre Stimme erkannt einfach. Ja, aber das letzte Mal hatte ich doch noch eine andere Stimme. Wie heißt denn die so ganz? Okay, also sagen Sie bitte, möchten Sie das wirklich haben oder spielen Sie da? Ja, natürlich möchte ich das haben, wenn es gratis ist, nehme ich das alles an. Okay, dann also, wir versuchen mal das nochmal. Ja. Gut, dann also, Sie bekommen 7 Packungen. Das macht genau 190 Euro für die 7 Packungen. Günstig.
Ja. Mhm. Gut, dann sonst sagen Sie bitte, haben Sie jetzt vielleicht noch Fragen? Nee, wenn das kommt, dann bin ich grundlos glücklich. Mhm, gut. Sonst bitte ruhig melden Sie sich bei uns, ja? Alles klar. Gut. Ja, dann ich bedanke mich und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch, ja? Ja, auch so. Ja, danke, auf Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Tschüssi. Tschüss. Guten Tag. Hallo, schön, dass ich zu erreichen, Herr Habeck, ja? Ja. Diana Stark ist am Apparat und ich grüße Sie. Hm? Ich rufe Sie an als Signalgeberin von einer Anlageberatungsfirma und ich würde gerne mit Ihnen die neueste Gelegenheit über Finanzmarkt teilen. Haben Sie schon etwas über Finanzmarkt gehört, ja? Nee. Sie haben niemals etwas über Finanzmarkt gehört? Na doch, aber nicht jetzt. Okay. Herr Habeck, Finanzmarkt ist eine Möglichkeit, Online-Profite zu generieren, online ein passives Einkommen zu haben. Aha. Weil Sie haben schon Interesse selber bei uns gezeigt. Deswegen, Sie bekommen heute unseren Anruf. Herr Habeck, wieso denn haben Sie niemals bis jetzt probiert, Online-Profite zu generieren? Ja, weil ich nicht weiß, wie es geht. Finanzmarkt bedeutet, Online-Profite zu generieren mit Bitcoin, mit Forex, mit Aktien, Gold, Öl, Palladium und so weiter. Bestimmt, Sie haben bis jetzt etwas über Forex, Bitcoin gehört, ja? Oh mein Gott, Sie sind sehr langsam, Herr Habeck. Ja. Okay, ich muss Ihre Antwort nehmen, denn wieso denn haben Sie niemals probiert? Finanzmarkt. Na, weil ich mich nicht kenne aus mit den Sachen. Ah, okay. Vielleicht haben Sie eine schlechte Erfahrung gemacht mit diesem Thema, oder? Nee. Wieso? Ja? Wieso? Ich muss wissen da. Oh mein Gott. Herr Habeck, okay, ich rufe Ihnen, weil ich würde gerne mit Ihnen die neue Gelegenheit über Finanzmarkt teilen, okay? Ach so. Deswegen, also wenn ich... Ja. Ja. Ja, dann machen wir das. Herr Habeck, okay. Sie haben schon gehört, was hat schon passiert mit dem Welt. Wir leben in einer Inflation. Alle die Preise sind nebengestiegen, sind sehr teuer, aber die Lohn ist die gleiche, okay? Und wir haben angefangen, die Leute zu anrufen, dass schon verbrannt im Finanzmarkt sind, und die neue Gelegenheit mit diesen Leuten zu teilen, okay? Mhm. Natürlich, Sie sind nicht unbedingt etwas bei uns machen, das ist komplett Ihre Entscheidung. Aber wenn Sie hören, die neue Gelegenheit, das hat schon gekommen, Sie werden Interesse haben. Oh je, okay. Okay, Herr Habeck, haben Sie bisher Investitionen gemacht? Ja. Okay, und wie läuft Ihre Investitionen? Haben Sie schon Profite generiert oder noch nicht? Nee. Sie warten vielleicht. Sie haben niemals Profite gemacht? Nee. Das bedeutet, dass Sie haben eine schlechte Erfahrung mit diesem Thema, ja? Nein. Nein, wie nein? Wenn Sie nicht Profite gemacht haben, was heißt das? Das heißt, mit was haben Sie gehandelt? Gar nicht gehandelt. Okay, aber... Sie haben ja auch nicht danach gefragt, ob ich gehandelt habe, sondern ob ich schon mal investiert habe. Ich habe... Das war eine andere... Oh mein Gott. Okay, Herr Habeck, haben Sie bis jetzt gehandelt oder nicht? Nee. Wieso denn nee? Na, das haben wir doch, das habe ich Ihnen doch schon dreimal jetzt erklärt. Sie haben dreimal diese Frage gestellt. Sind Sie doof? Ja, wieso? Ich habe Ihnen gefragt, weil ich habe nicht eine gute Antwort genommen, okay? Sie haben ein bisschen das gesagt, okay? Ich habe nicht verstanden. Ja, dann müssen Sie mal die Ohren waschen, wenn Sie da arbeiten. Oh mein Gott. Herr Habeck. Ja. Ich habe Ihnen gesagt, ich werde Ihnen die neue Gelegenheit über Finanzmarkt teilen. Wir sind auch Geschäftspartner mit investing.eu. iInvesting ist schon lizenziert und reguliert unter BaFin. Nee. Sie kennen BaFin, ja? Ja. Sie kennen BaFin nicht? Doch. Machen Sie Spaß, Herr Habeck, oder wie bitte? Weil Sie sagen nur ja oder nein? Na, weil ich gar nicht weiß, was Sie von mir wollen. Oh mein Gott. Wie können Sie nicht wissen, was will ich bei Ihnen? Ich will nicht bei Ihnen. Ich werde nur meine Arbeit Ihnen präsentieren, okay?
Sie wollen sich bei mir präsentieren. Werden Sie online Profite zu generieren? Haben Sie Interesse, online Profite zu generieren? Ja, natürlich. Online Geld machen. Deswegen rufen Sie mich doch an, dachte ich. Ja, ich rufe Ihnen, weil ich aber quasi die neue Gelegenheit über Finanzmarkt teilen. Ja. Guten Tag. Wer ist denn im Apparat? Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo, hier ist Anna Wolf von Express Trade. Wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut. Also, Sie haben sich gerade auf unserer Plattform registriert, deswegen habe ich angerufen. Ist richtig, erstes Zuschlagen. Ja. Mhm. Und als Finanzmanager möchte ich Ihnen behilflich sein, wenn Sie Zeit haben. Also ich möchte Sie ganz kurz informieren. Zuerst möchte ich Ihnen fragen, haben Sie Erfahrung über diese Plattform oder ist das erste Mal? Nee, da war ich noch nicht. Mhm. Okay, also wie Sie wissen, heutzutage Online-Handeln ist sehr bekannt überall der Welt. Ja, auf diesem Grund ist es die beste Zeit, eine Investition zu starten. Aha. Also für diese Investition, wir haben zwei Systeme auf unserer Plattform. Automatisches System und manuelles System. Auf automatisches System hier gibt es einen Robot, wir heißen das Algorithmus. Dieser Robot werde alles für Sie fertigen. Wie auf der anderen Seite Robot. Ja, wie heißt der? MC4-Programm. Also wir haben MC4-Programm, ja. Aber das Algorithmus. Ist ja kein Roboter. Algorithmus. Mhm. Und wenn Sie zum Beispiel automatisch traden, also wir haben MT4-Programm, also wenn Sie auch automatisch traden, Sie können auch 80% Geld verdienen, ja? Es hat Erfolgsquote von 80%, ja? Mhm. Und auf der anderen Seite, Sie werden eine persönliche Senior Account Manager bekommen, also Kundenbetreuer. Diese Person werde Ihnen für die alle Schritte unterstützen. Das bedeutet, Sie brauchen nichts zu tun. Sie werden nur Ihre Konto mit einem Mindestbetrag aktivieren. Das ist Ihre Entscheidung, wie Sie möchten. Also wenn Sie keine Zeit haben, Sie können auch automatisch traden oder mit den Kundenbetreuer zusammenarbeiten, traden, ja? Das ist Ihre Entscheidung. Also wenn Sie brauchen Hilfe, Sie können auch mit unseren Kundenbetreuer zusammenarbeiten. Ja. Also das ist so und für diese, unser Mindestbetrag ist 250 Euro. Mhm. Haben Sie das auch durchgelesen? Nee, okay. Möchten Sie Ihre Konto aktivieren, möchten Sie investieren auf unserer Plattform? Also wir sind Aktivierungsabteilung. Wenn Sie bereit sind, wenn Sie möchten, ich kann Ihnen helfen, um Ihre Konto aktivieren. Aha. Und für diese Startung, wir haben zwei Zahlungsmethoden, ja, entweder mit Visa Card oder mit Mastercard. Wie würden Sie das tätigen? Was ist denn da besser? Wie bitte? Na, was ist denn da besser? Ich weiß nicht, das ist Ihre Entscheidung. Also haben Sie Kreditkarte oder... benutzen Sie Online-Banking. Also normalerweise, das ist so, mit Kreditkarte, wenn Sie mit Kreditkarte eingezahlt haben, Sie können sofort anfangen, ja, Sie müssen nicht warten. Es wird gleich Ihr Konto aktiviert. Und das ist so, aber wenn Sie mit Online-Banking eingezahlt haben, Sie müssen nur zum Beispiel bis ein oder bis zwei Tage, ja, spätestens, sage ich dann so, warten, ja. Also, weil Überweisung, das dauert ein bisschen. Sie wissen schon da auch. Das ist so, also wie Sie möchten. Haben Sie Kreditkarte? Mhm. Visa oder Mastercard? Ja. Die beide haben Sie? Mhm, genau. Okay, mit welcher Karte möchten Sie einzahlen? Habe ich mir noch keine Gedanken zugemacht. Welche ist denn da besser? Herr Zuschlagen, sind Sie Zuschlagen? Starte Zuschlagen, ist richtig. Mhm. Das ist Ihre Entscheidung, also nicht ich, also meine Entscheidung. Wie Sie möchten. Hm. Ich kann Ihnen nur Ihre Kontakte, also helfen, nur Ihre Kontakte aktivieren. Okay. Okay. Mit Mastercard geht es? Ja. Okay, also ich muss zuerst unsere Finanzabteilung weiterleiten, ja? Und dann werde ich Ihnen gleich einen Aktivierungslink schicken. Sie können ganz einfach mit diesem Link weitergehen oder auf der Webseite können Sie auch einzahlen, wie Sie möchten. Aber mit dem Link können Sie gleich schnell Ihre Konto aktivieren, ja? Können Sie ganz kurz einen Moment bitte herzuschlagen, ja? Ja. Okay, danke. Auf der Mauer sitzt ne kleine Wanze.
Kuckuck, ist da noch einer? Hallo. Und Herr Zuschlagen, ja. Möchten Sie mit 250 Euro anfangen? Nee. Okay, mit Mindestbetrag 250 Euro. So viel? So viel? Na, ist das, muss man da so viel? Ja, kann man da nicht erstmal mit 20 Euro? Mit 20 Euro? Dachte ich so, ja. Hm. Mit 20 Euro geht es nicht herzuschlagen. Mindestbetrag 250 Euro. Okay. Mhm. Also, wenn Sie möchten. Möchten Sie mit 250 Euro anfangen? Ich muss mal kurz auflegen. Kleinen Moment. Mhm. So? Ja, meine Honigbiene, mit wem spreche ich denn da? Spreche ich mit Herrn Kunst? Mhm. Mein Name ist Melanie Becker, ich grüße Sie und ich melde mich... Melanie Becker? Ja. Wo haben Sie denn den abgefahrenen Namen her? Ich melde mich von der Firma Investing Academy, Herr Kunst. Mhm. Und ich möchte mit Ihnen gerne ein paar wichtige Informationen mitteilen über den globalen Börser. Wenn ich fragen darf, beschäftigen Sie sich... Wie wichtig sind Sie denn die Informationen? 10. Ah, okay. Hm? Wenn ich fragen darf, beschäftigen Sie sich mit Onlinehandel? Nee. Also haben Sie dafür Interesse? Haben Sie Zeit, damit ich das ganze Arbeit erkläre? Ja, können wir gerne ein bisschen Zeit verplempern. Wie bitte? Ja, ja. Also ihr sind nicht zu Hause. Habt ihr Zeit? Ich hab Zeit. Also können Sie ganz kurz auf der Leitung bleiben und ich werde Ihnen mit einem von unseren spezialisierten Experten verbinden und informieren Ihnen mit den Signalen und Informationen, wie kann man mit Onlinehandel beschäftigen, ja? Auf was ist denn der Experte spezialisiert? Finanzberater. Ah. Haben Sie Zeit? Ja, ja. Nun kommt da nur noch was. Hallo? Ja. Guten Tag, ich grüße Guten Sie. Tag. Hm. Ich mich auch. Mario Munzki, danke. Mario Munzki bin ich am Telefon. Also ich bin hier von Investing Academy. Also gerade haben Sie mit einem von unseren Assistenten gesprochen und hat zu mir gesagt, dass Sie keine Erfahrung gemacht haben an den globalen Börsen, aber dass Sie Interesse gezeigt haben, ja? Habe ich das, ja. Wo denn? Okay. Also an den globalen Börsen, da kann man beschäftigen mit dem deutschen Börse zum Beispiel, ja? Hm. Haben Sie mal gehört? Ja, habe ich mal im Radio gelesen. Also, wo haben Sie das gelesen? Im Radio. Im Radio, gelesen, nicht gehört. Hm. Ja? Ja. Okay, weil ich habe noch nie im Radio gelesen. Ich habe gehört, ja, aber gelesen habe ich noch nicht. Also, das ist eine neue Version, ja? Das Radio oder? Gucken kann. Da kann man die Musik sehen. Kann man auch die Musik sehen? Ja. Das ist ja super. Das ist ja super. Also welches Radio ist das? Da kann man also Musik sehen und Gott, ja Gott. Ja. Ja, schönes Geschichte, ja. Wirklich. Okay, ja. Also, was haben Sie ganz genau also gelesen, also im Radio? Im Radio? Ja. Ja, da ich die Tagesschau gelesen. Was haben Sie gelesen? Die Tagesschau. Die Tagesschau? Mhm. Okay, super. Und was ganz genau, also ein gutes Nachricht zum Beispiel oder ein gutes Information? Da stand, da rufen lauter Betrüger an. Über dem Krieg, bis nee. Über dem Krieg. Haben Sie was gelesen? Welcher Krieg? In Ukraine. Das ist schon 8 Jahre alt, alles. Gitte. Wei. Ja. Ja, richtig. Ja, stimmt so. Es gibt ja insgesamt 26 Kriege, also ist ja immer Krieg. Uh-huh. Und mit dem Covid, also Coronavirus? Was damit? Was denkst du über das Coronavirus? Ja, ist das ja auch echt schon, oder? Ja, natürlich. Ist auch, das ist ganz normaler Schnupfen, gibt's ja schon immer. Den Schnupfen hat man schon immer Coronavirus genannt. Nur da hat man halt noch nicht so drüber gesprochen. Okay, also ich werde mal mit dem Experten von dem Coronavirus verbinden. Ja, also und er wird Ihnen also. Also auch so ein paar also wichtige Informationen also mitteilen, ja? Dass Sie vielleicht das nicht gehört haben. Warten Sie kurz auf der Leitung, bitte. Mhm. Hallo? Ja. Ja, guten Tag. Markus Schröder spricht hier, ja? Mhm. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Entzückend. Sind Sie Herr Knut?
oder? Hä? Sie sind Herr Knupp, oder? Ja, Herr Kunz. Genau, wie geht es Ihnen jetzt überhaupt? Alles okay? Entzückend, ja. Okay, was machen Sie in der Vergangenheit? Wie geht es Ihnen jetzt mal mit der Gesundheit? So, was soll denn damit sein? Geht es Ihnen gut? Ja. Köpflich auch gut, oder? Ja, alles prima. Leben Sie allein zu Hause, bitte? Nee. Mit wem? Wie mit wem? Ja, mit meinem Ehemann, mit wem denn sonst? Ja, haben Sie eine Frau, haben Sie Kinder, haben Sie eine Familie? Nee. Keine. Okay, Sie haben schon eine Anmeldung gemacht über Online-Trading, oder? Was? Über Online-Trading. Ja, was damit? Okay, dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, ja? Den wünsche ich mir auch. Danke, tschüss. Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Lips. Adam Schweizer, mein Name, melde mich von Oriental, das Unternehmen. Ich hoffe, das sagt Ihnen noch was. Nee. Okay, wir haben Ihnen vor circa 2 Wochen eine E-Mail zukommen lassen mit einer Unternehmensvorstellung. Haben Sie die gelesen eventuell? Nö, habe ich nicht gelesen. Okay, macht ja nichts. Helfe ich Ihnen auch so gerne auf die Sprünge. Und zwar sind wir eine Online-Handelsplattform, befassen uns mit verschiedenen Finanzinstrumenten. Haben Sie in so einem Bereich Erfahrung gesammelt? Weiß ich nicht. Nee, glaub nicht. Okay, das macht ja auch nichts. Ich schläge Ihnen mal kurz nahe, warum ich in der Leitung bin, ja? Hallo? Ja. Okay, wir als Unternehmen, wir betreiben derzeit Neuakquise und wir erweitern unseren Kundenkreis. Das bedeutet, wir geben jedem neuen Anleger einen 100%igen Bonus auf die erste Investition. Haben Sie prinzipiell Interesse an sowas? Ja, aber das ist ja keine Neuakquise, weil Sie machen das ist Kaltakquise. Na, das ist Neuakquise. Wir erweitern ja unseren Kundenkreis daher. Ja, aber kalt. Ob kalt oder neu oder warm, was spielt das für eine Rolle, Herr Lips? Aber kalt ist verboten. Na, ist es nicht, Herr Lips. Also wir sind ein lizenziertes Unternehmen. Wir arbeiten ja auch mit der EZB und mit der BaFin zusammen. Also mit sowas kann man nicht zusammenarbeiten. Na doch, natürlich. Wieso kann man mit sowas nicht zusammenarbeiten? Nee, die überprüfen euch nur. Aber mit denen kann man nicht zusammenarbeiten. Die BaFin überprüft. Mit der EZB kann man auch zusammenarbeiten. Nee. Du? Nee, ist ja Quatsch. Na, ist es nicht? Klar. Ja, haben Sie denn prinzipiell Interesse an sowas in dem Fall? Ja, nicht an so eine Betrügerfirma, die einfach illegal anruft. Wie bitte? Ja, ich sage nicht an so eine Betrügerfirma, die illegal anruft. Ich habe Sie akustisch nicht verstanden, Herr Lips. Nochmal bitte. Nee, habe ich kein Interesse daran, das nochmal zu wiederholen. Irgendwas mit Betrüger, das habe ich verstanden, aber mehr nicht. Ja, aber Sie rufen illegal an. Sie haben keine Anruferlaubnis. Okay, wissen Sie, wie viele Menschen heutzutage kalt akquiriert werden? Das glauben ja, Sie ja gar nicht. Und Neuakquise darf ja, jeder ja, betreiben. Ja, nee. Kalt ist bei Deutschland verboten. Wie bitte? Kaltakquise ist in Deutschland verboten. Okay, wie sieht's aus, Herr Lips? Sind Sie eigentlich gerade zu Hause? Na, was sieht denn Sie das an? Rein informativ. Ich wollte Ihnen eigentlich nur unsere Website mal durchgeben, damit Sie sich besseren Einblick verschaffen können in dem Fall. Das ändert ja nicht daran, dass Sie illegal arbeiten. Da will ich mir doch das hat mit illegal nichts zu tun, Herr Lieb. Was reden Sie denn da für ein Quatsch? Sie rufen illegal an? Na! Klar. Sie haben sich doch außerdem selbst für Online-Trading interessiert. Also, ich verstehe das nicht. Ja, nur wenn man sich dafür interessiert, haben Sie immer lange keine Anruferlaubnis. Aber warum? Die Kontaktdaten verfallen ja nicht vom Himmel daher. Ja, die haben Sie irgendwo illegal aufgekauft, in irgendeiner Datenbank-Webseite. Na, das ist doch Quatsch, Herr Lieb. Nee, also das wirklich. Ist kein Quatsch. Doch, das ist... Also, das verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe das schön. Sie sind Betrüger und Kriminelle und Sie versuchen, die Leute abzuzocken. Mehr machen Sie ja nicht. Das ist Ihr Ach, Job. Also... Mit so einer Aussage können Sie sich strafbar machen in dem. Nö, das wissen Sie machen sich gerade strafbar mit dem Anruf. Ist ja lächerlich. Zeigen Sie mich doch an, dann habe ich Ihre Daten, dann kann ich Sie verklagen. Prima, ja, dann zeigen Sie. Dann zeigen Sie mich mal ja, an. Sie machen, Sie wollten das doch machen, oder nicht? Wie bitte? Mal los, zeigen Sie mich an, Sie Betrüger. Na, warum sollte ich Sie denn anzeigen? Na, damit ich Ihre Daten habe und dann kann ich das direkt an die Polizei weitergeben. Sie können mich doch anzeigen, wenn Sie dazu Lust und Laune haben. Warum soll ich Sie denn anzeigen? Telefonnummer ein, die kann man ja nicht mal zurückrufen.
Wie bitte? Ja, Sie rufen mit einer gespooften Telefonnummer an. Das heißt, die Rufnummer existiert nicht, die im Display steht. Natürlich existiert die, bloß sind wir eine One-Way-Linie. Wenn alle bei uns anrufen eine würden, dann würden ja die Leitungen brennen, Herr Lips, also wirklich. Ja, eine One-Way-Linie. Aber ich kann Ihnen auch gerne meine private WhatsApp-Nummer immer geben, wenn ich das besser passe. Ja, auch private WhatsApp-Nummer kann man sich über eine Prepaid-Karte machen, wo keiner registriert ist hinter. Das ist genauso illegal. Ach, Sie kennen sich auch ganz gut aus mit solchen Dingen. Sind Sie eigentlich ein Betrüger an der Stelle jetzt? No, Sie sind ein Betrüger, Sie rufen doch Sie hier an. Ja. Sie kennen ja total viele Sachen. Ich wusste nicht mal, dass die existieren. Tja, dann sollten Sie sich vielleicht mal bilden, bevor Sie in so einem Callcenter anfangen. Das ist kein Callcenter. Na komisch, und auch noch mal andere Leute im Hintergrund. Das sind meine Arbeitskollegen, Herr Lips. Ich bin ja nicht alleine im Büro, der Herr. Das nennt man Callcenter. Meine Güte. Wie bitte? Das nennt man Callcenter. Ach, Sie wissen ja alles heutzutage, ne? Richtig, mehr als Sie. Ach. Scheint ja wohl so. Aber Sie wissen ja selber, dass Sie krimineller sind, sonst würden Sie sich auch nicht so... Ja, bitte? Hallo? Ja? Schönen guten Tag, Emily Ortom, Operat, spreche mit Lumel Tutschen. Sie sind unfassbar leise. Wie bitte? Sie sind ganz, ganz leise. Lumel Tutschen, spreche ich schon? Ja, Sie sprechen Herrn Lümmeltütchen, richtig. Sie zu erreichen. Ich rufe ihn aus dem Unternehmen Klarken. Es geht hier um das Thema Onlinehandel. Haben Sie Erfahrung damit? Ich finde die Frage jetzt ein bisschen stumpf, so für einen Gesprächseinstieg nach 42 Sekunden. Wie bitte? Ich sage, ich finde Ihre Frage irgendwie komisch. Worum geht's denn genau? Es geht über das Thema Onlinehandel. Ich habe Ihnen gesagt. Ja, habe ich aber nicht verstanden, weil es ja qualitativ vom Anruf her jetzt nicht so geil. Ach so? Ja. Schade. Okay, können Sie mich jetzt besser hören? Ja, es geht so, ja. Wissen Sie, was Onlinehandel ist? Onlinehandel ist hier so mit eBay, gebrauchte Sachen verkaufen und so. Und dann dafür Geld bekommen. Ja, genau. Investitionen in der Börse und so weiter. Nee, das ist ja nicht, das ist nicht Onlinehandel. Ja, das ist Onlinehandel ist Online-Geld. Ja, das stimmt. Das ist Investment. Und nee, Onlinehandel ist, wenn ich online mit Ware handel. Mit was? Mit Ware, also Dinge verkaufe. Das nennt man dann Ware, ja, also Gegenstände verkaufen. Das ist dann Onlinehandel. Und das, was Sie meinen, ist Investition oder Investment. So, Onlinehandel ist Kaufen und Verkaufen, Investitionen in der Börse mit Forex, Wertpapier, Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe und so weiter. Richtig, genau. Haben Sie ja genauso auch erklärt, ja. Ja. Aber dann verwenden Sie das falsche Wort. Weil, wie gesagt, Onlinehandel ist ja... Sowas wie auf Amazon, ich kaufe was zum Beispiel. Ja. Okay, Sie wissen schon, über was wir sprachen. Und ich habe Ihnen angerufen aus dem Unternehmen Kraken. Bei mir ist hier, Sie haben ein bisschen nachgeforscht und Interesse gezeigt über Online-Trading, Online-Handel. Deswegen, ich habe Ihnen angerufen, ein paar Informationen zu geben von unserem Unternehmen, was wir anbieten und was wir machen. Danach am Ende, Sie können entscheiden, ob Ihnen das passt oder nicht. Ja, das kann ich aber so schon entscheiden. Wie bitte? Ich sage, das kann ich so schon entscheiden, brauche ich nicht bis danach warten. Aber Sie kennen uns noch nicht. Ja, muss ich ja auch nicht, um das zu erkennen, dass das unseriös ist, was Sie mir jetzt hier anbieten wollen. Ich verstehe Ihnen nicht. Ja, vielleicht sollten was Sie dann Sie? Einen Job machen, wo Sie die Leute besser verstehen. Oh. Weil, macht ja keinen Sinn, irgendwo anzurufen, wenn ich die Sprache auch gar nicht so mächtig was bin. Gefällt ich komme ja selber Ihnen nicht? Ich komme ja selber auch nicht auf die Idee, jetzt hier einen englischen YouTube-Kanal zu machen. Weil wenn ich die Sprache nicht so flüssig beherrsche, macht es ja keinen Sinn. Okay, ich bin nicht Deutscher. Ja, richtig. Und deswegen wundert mich das, dass Sie nach Deutschland telefonieren. Und? Ja, nix und. Etwas anderes? Ja, was denn anderes? Ja. Reicht doch so. Ist doch schon schlimm genug. Und? Ja, was und? Nur das? Ja, nur das reicht schon aus, um meine Meinung zu bilden. Ich denke, Sie sind eine unhöflich. Ja, okay, damit kann ich leben. Wenn Sie das unhöflich finden, ich finde, ich war noch ganz schön freundlich im Vergleich zu sonst. Okay. Ja. Alles klar. Aber betrügen Sie heute nicht mehr so viele Leute, bitte, weil das ist nicht schön. Oh, so. Sie wissen gar nicht über uns. Na doch. So, Sie dürfen genug. Nicht doch. So
zu sagen. Natürlich darf man das so sagen. Gehen Sie dann in Google-Seite und recherchieren über uns. Dann ja, wenn ich das mache, wird mir schlecht. Sehen. Ja, ja, da, wenn ich das bei Google eingebe und Kraken eingebe, ich glaube, dann wird mir schon... Kraken.com gebe sie schon. Ja, komm, das machen wir jetzt mal. Dann nehme ich mir mal die Zeit für Sie. So, dann machen Sie. Ich gebe jetzt mal Kraken.com. So, dann haben wir jetzt hier schon mal so eine Seite, wo als allererstes auffällt, dass sie genauso schlecht gemacht ist wie die anderen Betrugsseiten. Dann haben wir hier ganz unten nicht mal irgendwo ein Impressum mit dabei. Hallo. Contact. So, und da steht dann auch gleich noch Entschuldigung. Geht nicht, ist kaputt auch noch der. Also kann man nicht mal unter Contact jemanden erreichen. Also ihr habt kein Impressum, man kann euch nicht kontaktieren. Ja, wir können schon das machen. Ja. Genau. Ja, wir haben 24 ein Chat dort und Sie können den uns Chat anrufen. Okay. Ja. Ja, ja, aber das Problem ist, dass ja keine Telefonnummer auf der Webseite steht. Das Problem ist viele Kopf. So. Ach so, und dann werden sie dann gleich ausfallen, weil sie dann... Das war's leider schon mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du magst, abonniere gerne den Kanal, am besten mit Glocke, denn dann verpasst du auch kein weiteres Hörspiel mehr. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.